Ja, es ist jetzt zwar schon dunkel, aber für euch gleich im Rezeptvideo ist es wieder hell, weil wir haben die An- und Abmoderation jetzt mal nach hinten verschoben. Das ist der Sven von Grillwerkstatt Schurig. Wir beide haben heute einen Spieß zusammen zubereitet, und zwar ein Kalbspieß mit Bacon. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür Zutaten braucht, das seht ihr jetzt. Da haben wir jetzt auch schon die Zutaten, die wir brauchen für die Kalbsspieße mit Speck. Ihr seht, hinten links ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, das gehört halt immer dazu. Dann brauchen wir ein bisschen Sesamöl für die Marinade, zusätzlich halt noch ein Jack Daniels. Dann brauchen wir Lorbeerblätter und natürlich die Hauptdarsteller. 700 Gramm Kalbsschnitzel sind das und 12 Scheiben Bacon. Und die werden jetzt erstmal zubereitet. Wir beginnen jetzt erstmal mit Salz und Pfeffer. Das habe ich da schon reingerieben. Und jetzt kommen halt gute, ich sage jetzt mal 150 Milliliter von dem Sesamöl mit rein. Sesamöl ist insofern wichtig, weil es auch Geschmacksträger und der Sesam da drin ist auch geröstet. Das heißt, es gibt ein sehr, sehr gutes Aroma. Sobald ihr das dann mit drin habt, kommen dann ungefähr 100 Milliliter ja, Whisky mit rein. Ist jetzt hier Jack Daniels. Ihr könnt euch natürlich auch für einen anderen Bourbon entscheiden. Das rühre ich jetzt noch in Ruhe durch und damit hätten wir die Marinade schon fast fertig, denn es fehlt noch der Lorbeer. So, ich habe jetzt getrocknete Lorbeerblätter hier drin. Am besten Mörser nehmen und die dann halt wirklich sehr, sehr klein machen. Das kommt dann gleich mit in die Marinade und dann, ja, würde ich sagen, kommen wir schon zum Fleisch. Also ich habe mir überlegt, wir schneiden hier 5 mm schöne Streifen runter. Wenn es geht, in der Dicke von dem Bacon. Dann legen wir den Bacon da drauf und dann drehen wir das innerlich so zusammen. Ein bisschen tiefer. So, so, dass hier das, so müssen die aussehen. So, dann kommen die hier auf den Spieß. Dass man die schön wie so eine Schnur schön da drauf. So stelle ich mir das vor. So habe ich mir das überlegt. Ja, der Sven hat euch schon gezeigt, wie das wirklich einfach funktioniert mit den Spießen. Hier liegt jetzt auch schon Silikonpinsel, den brauchen wir nämlich gleich am Grill. Und würde ich sagen, das machen wir jetzt. Dann legen wir sie mal drauf. Schön mit Bacon eingewickelt. Wir grillen die jetzt bei, ja, 180 Grad, mittlere Temperatur, denke ich mal, das reicht vollkommen. Grillen wir die jetzt 10 Minuten. Wie gesagt, ist auch ein Rezept, was ich heute zum ersten Mal mache. Und bin ich mal gespannt. So, jetzt brauchen wir nur noch die Marinade. Da der Tobias schon einiges dazu gesagt, pinsel mal jetzt ein. Besser wäre sogar noch, wenn du das vorher noch mal so 2-3 Stunden das Fleisch marinierst. Aber wir wollen ja heute Abend nicht noch das Ganze erst grillen. Von daher einpinseln während des Grillens, Deckel drauf und dann hoffen wir, dass es schmeckt. So, die Spieße sind jetzt insofern fertig. Der Sven hat euch ja gesagt, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, über direkte Hitze ein bisschen einpinseln. Sind jetzt fertig. Wir nehmen sie vom Grill, lassen sie noch ein bisschen ruhen und dann gibt es ein Tellerbild. Ja, das war das Rezept dazu. Und was meinst du? Ja, ich fand's super. Oder? Richtig schön saftig mit dem Bacon und dann eben halt die Marinade. Ne? Ich meine, ja, ich liebe Whisky. Also wer keinen Whisky mag, ist halt wirklich, ja, super. Ich habe jetzt hier nochmal einen Flyer für euch. Ich verlinke euch das aber unten nochmal, wo ihr den Sven halt so finden habt. Er bietet auch Seminare an und das ist halt so wirklich super. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch Sven gefallen hat, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Für weitere Tipps und Tricks schaut bei mir auf tobias.grill.de nach. Ihr könnt dann auch bei Sven nochmal nachschauen, wie gesagt, unten in der Info. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr unterhalb von dem Video.